Moin Moin, das ist mal wieder ein kleines Video zur Herdenordnung. Ich mit meinen drei Ziegen und Eigenhund sowie Nachbarshund. Nero heißt der süße Schwarz da hinten dran. Sieht man ihn überhaupt? Ja, da sieht man ihn ein bisschen. Der süße kleine Schatz rennt normalerweise im Superspeed an mir vorbei. Vor mich dreht, rennt im Superspeed wieder zurück, rennt wieder vor mich. Er rennt die Strecke eigentlich 4 bis 5 Mal. Ja? Topfit, total agil. Jetzt erlebe ich das hier. Fast eine Selbsthilfegruppe da hinten an Hunden. Immer miteinander, aufeinander aufpassend. Und meine drei Ziegen vorn her. Was ist passiert? Höchstwahrscheinlich in der Zeit, in der ich Lola gemolken habe, hat sich Bhutan, meine Leitziege, die nicht lang redet, nämlich schneller handelt, mal den kleinen schwarzen umtriebigen Hund geschnappt und ihm, glaube ich, eine Rippenfellmassage verpasst. Denn hier wird gar nichts mehr diskutiert. Hier ist einfach nur Klartext gesprochen worden. Was bedeutet das im übertragenen Sinne? Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich in meinen drei Ziegen die komplette Gemeinde wiedersehe. Die Hochintelligenten, die Leitung, aber mehr aus Tradition. Und so ein bisschen das Rittersvolk in Lola. Erst handeln, dann denken, aber so süß. Und in meinem Hund, gerade in meinem wunderbar tiefsinnigen, philosophischen, dahingehauchten etwas von einem Hund, habe ich immer so den Eindruck, das sind die Lyriker. Ne? Das sind so die Mystiker der Kirchengeschichte. Das sind so die ein bisschen schwebenden Wesen, die wir da zu verzeichnen haben. Naja, und diese schwebenden Wesen, die wir da so zu verzeichnen haben, halten halt gewaltig Abstand zur Realgemeinde, weil wir im Realgemeindebezug auch ganz wenig Raum haben für diese mystischen Ansätze, für dieses in der totalen Aufopferung und in dem totalen Hingegebenen. Ne? Da geht es halt doch noch mehr um Rangordnung, da geht es doch noch mehr um Revierkampf. Da ist diese fromme Welt gar nicht so unähnlich wie der ganz normalen Konfliktlage auf unserem Globus. Deshalb guckt doch mal, wann ihr das letzte Mal einen Mystiker in euren Reihen gefunden habt. Vielleicht hält ihr ja auch sicheren Abstand. Vielleicht findet ihr ihn im Bücherregal irgendwo hinten in der Ecke. Und die hier, die sind euch sehr wahrscheinlich sehr nah. Na? Leitung, bisschen Struktur und für den Herrn sofort. Denken später. Ich habe euch lieb. Ich wünsche schöne Grüße aus dem Waldsommer in Thüringen. Oh, ist das kalt. Ich grüße. Tschüss.